Yo, willkommen zu Let's Play Pokémon Platin! Im letzten Part haben wir das Team Galaktik Hauptquartier von sämtlichen, ja, Fieslingen befreit und gegen Zyros gekämpft, sodass er sich hier zurückgezogen hat. Hier geht's nicht lang. Frage ist jetzt, welcher Teleporter uns zu den drei gefangenen Pokémon bringt. Der hier ist es nicht. Ah, gut, dass man sogar zu der Redebühne hin kann. Dann muss es dieser hier sein. Naja. Man hört es schon. Top Genesung gefunden. In der grünen Flüssigkeit ist etwas. Wer bist du denn? Uah, mir ist viel zu übel, um noch ein Wort zu sagen, aber was wir da geschaffen haben, wohin soll das alles noch führen? Self ist hier eingesperrt, die Augen sind zugekniffen. Es hat Schmerzen. Du bist nur hergekommen, um ein paar Pokémon zu retten. Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Wir, Team Galaktik, nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal. Du hast es so gewollt, ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigung am See. Wer bist du denn? Oh, das ist Saturn. Ja, dann hau mal rein, ne? Wir müssten Cracks nach vorne haben. Ja, Leute, wir haben eben euren Boss besiegt. Glaubst du ernsthaft? Also, das X war schneller ist als ich. Lass ich mir noch einreden, aber das... Nein. Hallo, bitte nicht. Bitte nicht. Hallo. Ja komm, ich brauche eh den Free Switch. Dann kann ich das auch genauso gut eben opfern. T-Rex leider auf die Bretter gehen lassen. Dann gibt es jetzt die Rache von Jeannette. Mit einem Psi-Strahl. Jo, Schneller. Sehr schön. Volltreffer. Tschüss, Golbat. Jetzt haben wir noch Bronze. Ich habe übrigens Phil mit einem Hypertrank geheilt. Falls euch wundert, dass es wieder volle KP hat. Nehmen wir einen Feuersturm, weil Bronze hohe Verteidigung hat. Das Flammenrad könnte nicht reichen. Sehr effektiv, jawohl. Toxiquark. Da gehen wir mal für Jeannette wieder. So, jetzt gibt es einen Psi-Strahl und das dürfte auch für Toxiquark das aus sein. Alles andere hätte mich auch gewundert. Da hätte vermutlich sogar eine Konfusion gereicht. So, Saturn wurde besiegt. Du bist stark, Kind. Trotzdem bedauere ich Menschen wie dich. Ah, warum bist du so stark? Na gut, mach doch mit diesem Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Warum machst du das nicht? Unser Boss schuf eine rote Kette aus Kristallen, die er den drei Pokémon abnahm. Er benötigte diese rote Kette, um etwas an den Kraterberg zu ketten. Und es scheint, dass er sie auch braucht, um etwas zu erschaffen. Mehr weiß ich nicht. Wer weiß schon, was er da oben eigentlich vorhat. Und du? Ach, du bist Charon. Saturn und selbst Zyros scheitern an einem Kind. Die Situation bei einem Team Galaktik ist überaus besorgniserregend. Auch Zyros Plan da oben am Kraterberg scheint nicht ganz unproblematisch. Ob er überhaupt funktionieren wird, ist fraglich. Man sollte eine völlig andere Lösung in Betracht ziehen. Eine, die Charons Genie angemessen ist. Du bist Charon. Okay, aber dann willst du nicht kämpfen. Das heißt, wir können wieder rausgehen.
Hier ist jetzt gähnende Leere, oder was? Scheint ganz so. Ah ja. Teleporter Team Galactic. Der grüne Teleporter bringt dich ins Erdgeschoss zurück auf zu einem neuen Universum, Team Galactic. Schauen wir mal. Liegt Tempo ein Item? Oh ja, tatsächlich. AP Plus. Schön. Was man nicht alles so findet. Gut. Das heißt, wir haben das abgehakt. Und der Liebe wollte zum Kraterberg. Zum Kraterberg. Aber bevor wir da auch hingehen, werde ich ein paar Schutze kaufen, glaube ich. Denn der Weg durch den Kraterberg ist lang. Glaube ich. Ich habe es zumindest so in Erinnerung. Und ich möchte den nicht unnötig verlängern, indem wir da 15.000 wilde Pokémon treffen, von denen wir kein einziges brauchen oder besiegen können, oder sollten, müssten. Denn was uns oben erwartet, dafür möchte ich gerne sehr fit sein. Wo ist das Einkaufszentrum? Da. So. Ich hätte gerne einen Top-Schutz gekauft. Kauft ihr hier Top-Schutze? Kann ich helfen? Wir nehmen mal auf jeden Fall noch ein bisschen was mit. Und zwar erstmal 16 Supertränke. Ja. Und wir nehmen mal mit 11 Hypertränke. Und füllen unsere Tränke auf 20. Das sollte eigentlich dann reichen. Wie viel Beleber haben wir? 8. Wir nehmen mal 7 Stück noch mit. Gegen Gifte nehmen wir mal noch 2 mit. Paraheiler. 4. Feuerheiler. Sollten 3 Stück eigentlich reichen. So viel werden wir uns nicht verbrennen. Eisheiler haben wir noch. Aufwecker nehmen wir mal noch 2 mit. Und Hyperheiler haben wir 5. Das ist okay, das geht. Was verkaufst du? Hyperball. Wir nehmen mal ein paar mit. Pokémon 30. Und Topschutz. 30. So. Passt. Wir sind gut vorbereitet. Als nächstes müssen wir zum Kraterberg. Die Frage ist nur, welchen Eingang nehmen wir? Ich glaube, der hat mehrere. Der heilige Berg wird das ganze Jahr. Ist das hier unten auch der Kraterberg? Nehmen wir den von Elises aus. Ja. Wir nehmen von Elises aus mal den Eingang und hoffen, dass es der richtige ist. Und ich hoffe mal, dass wir das überhaupt schon machen müssen. Aber ich denke mal schon. Die Achterhinder wird wahrscheinlich erst danach kommen. Können wir mal kurz gucken, was hier oben ist. Einmal zertrümmern, bitte. Danke. Ich sollte vielleicht nicht mal Q-Rex vorne haben. Das wäre, glaube ich, nicht so praktisch hier. Denn die Pokémon, die hier kommen, sind, glaube ich, größtenteils zum Typ Stein. Vielleicht können wir mit Zeus ja noch ein bisschen was machen. Ein Item. Sogar mit Fahrrad den Berg hochgefahren. Oh, hallo. Du bist ja eine Psychokinese-TM. Komm zu Papi. 29. Da. Hohohoho. Aber hallo.
Auch wenn Janet die wahrscheinlich noch so lernen würde. Die bringe ich immer sofort bei. So. Und ich glaube, ich werde auch mal. Wir haben AP Plus, glaube ich. Wenn ich weiß wo. Zwei Stück, genau. Wir geben mal einen auf Psychokin. Na! Verdammt! Verdammt! Gut, dann gibt es zweite aber auf Erdbeben. Ich habe gerade ernsthaft. Ich speichere mal eben. Bevor mir noch mehr Scheiße passiert. Ernsthaft die AP von Ruckzuckieb. Ah! Oh. Das ist fast so schlimm, wie durch zu schnelles Klicken Schaufler zu verlernen. Boah, das ärgert mich jetzt gerade. Ah. Wie viel hat Ruckzuckieb? Ich glaube eh 35, oder? Wie viel hat das jetzt? 38 oder so? Einfach nur unnötiger Scheiß. Boah. Das kann aber nicht wahr sein. Ganz ehrlich, das kann nicht wahr sein. Sollte vielleicht auch die Top-Schutze einsetzen, wenn wir die schon haben, ne? So. Dann müssen wir uns hier unten mal ein bisschen umgucken. Mit einer Hake bewaffnen und ein bisschen umtun, damit wir den Weg auch finden. Und ich glaube, nach oben müssen wir nicht, dabei der Weg nach Blitzach. Und wir wollen ja aber eigentlich eher woanders hin. Ah, ein Team Galaktik. Hi. Es ist unmöglich, von hier auf den Gipfel des Kraterbergs zu kommen. Ach nö, hätte ich von der ärzteligen Seite aus aufbrechen sollen? Es war also keine gute Idee, es von der ewigen Seite aus zu versuchen. Oh, und die versteckte Maschine Surfer könnte ich auch gebrauchen, oder? Ah ja, okay. Also von der Linksseite aus. Dann wissen wir, wo wir hin müssen. Erzeling. Erzelingeling. Erzelingeling. Da. Da war der Topschutz schon mal vollkommen umsonst. Wo war denn nochmal der Weg? Ich glaube hier oben, ne? Nicht. Route 207. Sind wir überhaupt richtig? Ich brauche mal eben meine Karte. Ja, sind wir. Mal bitte den Gang wechseln und dann. Japska! Haben wir gegen euch schon gekämpft? Ja, haben wir. Sehr gut. So, Kraterwerk. Jawohl. Alles klar. Ich hoffe mal, dass der die das hier meinte mit vom Server werden wir gebrauchen. Wir schauen mal. Ne, hier gibt es nur ein Item. Protein. Das können wir mal sofort verteilen. Protein, wem geben wir das denn mal? Eigentlich ist es wurscht. Da bis auf Janet und Sei Sei sowieso alle unsere Pokémon physisch eher stark sind, geben wir das mal. Brokkoli. So. Gucken dann hier mal vorsichtig sein. Da geht es zumindest hoch. Das ist ja schon mal was. Wand ist felsig. Wir setzen Kraxler ein. Das fällt das an dem Stein da, was liegt, aber. Ich hätte einfach nachgucken können, aber. Naja. Wenn wir das, die App schon haben für unser Pocket, warum nicht? Topschutz. Liegt hier irgendwo was? Ja. Purpurstück. Schön. Schutz wirkt nicht mehr. In den Nachfolgegenerationen wird man sogar gefragt, ob man neuen Schutz einsetzen möchte. Das wäre hier auch praktisch. Einmal Stärke. So, die Frage ist jetzt, wo müssen wir lang? Da unten ist ein Item, welches ich gerne haben möchte. Fluchtseil. Ja, das wird uns nachher gute Dienste leisten. Obwohl wir wahrscheinlich nachher von ganz oben vom Berg auch runterfliegen können. Das dürfte kein Thema sein. Route 207. Hier wollten wir eigentlich nicht hin. Timerball. Wo sind wir denn jetzt? Nee, ich glaube nicht, dass wir hier hin wollten. Oder?
Wand ist felsig. Einmal kraxeln, bitte. Eisen. Naja. Immerhin. Ja. Dann vermute ich doch weiter nach Norden. Hier lang. Über die Brücke. Hier unten lag noch ein Item. Das holen wir uns auch mal eben. Was haben wir denn da? Steinhagel. Okay. Nicht schlecht. Könnte man vielleicht sogar noch gebrauchen. Mal gucken. Obwohl ich Steinhagel nicht so gerne mag, weil die Trefferchance nicht besonders hoch ist. Ich wollte eigentlich aufs Fahrrad steigen. So. Top-Beleber gefunden. Auch nicht schlecht. Was ist da passiert? Das sieht ziemlich kaputt aus. Oh, vorsichtig. Oh, der schon wieder. Schauen wir uns doch einmal dieses Loch an. Meine fachmännische Spürnase sagt mir, dass hier einst eine Wand mit einer Höhlenmalerei den Weg zur Spitze versperrte. Sie ist jetzt weg. Naja, sie liegt am Boden. So habe ich das erkannt. Sicher ist dir meine akademische Beweisführung klar. Seitdem die drei Pokémon der Seen von diesem Team gefangen wurden, seitdem passiert gar Schreckliches. Aber auch mein überragendes Genie liefert keine weiteren Antworten. Der Ursprung dieses Übels ist aber klar. Es ist Cyrus von Team Galactic. Und nun sind wir alle in dieser Sache verstrickt. Wir müssen weiter, aber tu dir nicht an dem Geröll hier weh. Ja, ich bin vorhin gestolpert. Sei ein guter Trainer. Beweise, dass du es dir... Oh mein Gott, ja. Ja, es ist gut. Du kannst dich entspannen. Der Probe habe ich dich unterzogen, um zu zeigen, dass du mir überlegen bist. Verstehst du? Überlegen. Wenn auch man... Ich lasse es einfach. Ich lese es einfach selber. Schwarze Flöte erhalten. Bitte, halte dem Galaktik auf. Was macht die schwarze Flöte? Die weiße haben wir ja schon gefunden. Was macht die schwarze? Die wilde Pokémon vom Angriff abhalten kann. Okay. So. Kraterberg. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Wege. Das ist schon mal eine sehr, sehr nützliche Info. Wo geht's hier hin? Kraterberg. Sternstück. Mhm. Noch mehr versteckte Items hier? Nö. Verdammt. Wir Hüpel haben zwei Aufgaben. Zum einen dafür zu sorgen, dass unsere Operation am Gipfel gelingt. Zum anderen das Fernhalten jeglicher Eindringlinge. Ja. Der Hüpel ist auf jeden Fall unser Brotkrum, nach dem wir gesucht haben. Denn der sagt uns, dass wir auf jeden Fall richtig hier sind. Level 43? Ist das wohl dein Ernst? Nachthieb oder was kommt? Gott sei Dank ging das daneben. Erdböben. Autsch. Okay, das war ein Volltreffer. Süß. Tschüss, Skunkapu. Schön, dass du da warst. Schau mal wieder rein. Ich kann das nicht akzeptieren und ich will das auch nicht akzeptieren. Ja, du wirst es aber wohl müssen, meine Liebe. Ja. Ich werde jetzt nicht gegen die alle kämpfen, denn hier sind, glaube ich, sehr viele Trainer. Sehr viele Trainer. Und, wir sind sonst nämlich echt ein Endlosspiel. Hier ist ein Eingang. Und hier ist noch ein Eingang. So.
Aber ich glaube, wir werden hier erstmal den Part beenden und im nächsten Part gehen wir dann weiter durch den Kraterberg. Bis dahin und ciao!